Body Modification. 6 Monate bis zu deinem Traumkörper. Herzlich willkommen hier zum neuen Part. Heute ist der Part ein wenig anders als gewohnt. Heute machen wir so eine Art Vlog. Das heißt ganz einfach, ich begleite euch mal oder nehme die Kamera mal mit während des Trainings und lasse alles live kommentiert bzw. dokumentiert. Was ich zwischendurch schneide, sind zum Beispiel so Sachen wie, ich gehe jetzt gleich ins Fitnessstudio und ja, Hendrik ist noch nicht da, der müsste irgendwann eintreffen und ab dann, wenn Hendrik da ist, fange ich an, das Ganze zu filmen und ihr könnt ja mal sagen, was euch besser gefällt, ob euch eher diese Schiene besser gefällt, dass ich nachkommentiere oder dass ich Musik drüber schneide oder halt, dass ich es in diesem Vlog-Style mache oder Stil. Dann können wir sehen, was, beziehungsweise dann kann ich gucken, was am besten ankommt und was euch am meisten gefällt. Bei diesen Videos ist es natürlich so, diese Vlog-Videos, dass man, sage ich mal, länger gucken muss und dafür den gleichen Content bekommt. Und aber ihr könnt dadurch auch sehen, wie das Training wirklich richtig läuft. Ja, ich hoffe, es wird euch gefallen. Lasst jetzt schon mal einen Daumen hoch, falls euch das Projekt gefällt und kommentiert vielleicht das Video mal. Wenn ihr möchtet, könnt ihr es auch auf Facebook teilen oder sonst wo. Ihr unterstützt Hendrik nur damit, mich natürlich auch. Und ja, bis dann. Was ist das? Ja. Ich muss ja jetzt richtig aufpassen, was ich sage. Meinst du, was hast du Montag geschafft? An Gewicht? Was ich Montag geschafft haben werde? Bis zum Montag, ja. Geschätzt. 151. Ja? Oder haben Sie nicht gerechnet? Okay. Würde ich sagen. Ja, komm durch. Ja, ja. Aber auf 2 Wiederholungen, ja? Hier so, 5, 4. Schön langsam noch. 3. 4. 5. 6. Sieben, ein bisschen tiefer unter noch. Ja, bis zu einem Punkt. Acht, komm schon, schon mal 4. 9. Und noch 3. So. 3. Komm schon. So, einmal was. Mal 10. Ja. 3. 4. Versuch mal die Ellbogen so ein bisschen so nach vorne zu drehen, wenn du oben bist. Genau, ja. Ist noch nicht ganz perfekt, aber so lassen wir es erstmal. Auf 12 Wiederholungen, ja? Ja. Sehr gut. Geht's vom Gewicht? Genau, gut so. Bisschen höher heben noch und die negative langsamer. 2. Sehr, sehr schön. 3. Gut so. 4. Das aber bei der positiven noch schneller arbeiten. Gut so.
glaube ich schon. 8 pro Seite, glaube ich. Okay, mach noch 4 pro Seite. Da müsste die Schulter brennen. Was? Da müsste die Schulter brennen, sage ich. Sehr, sehr gut. Also jetzt mal eben als Erklärung, warum wir diesen Supersatz noch hinterherbringen. Ja, du hast jetzt Bein hattest du Muskelkater, du hast Rücken und Brust, Schulter hattest du jetzt keinen Muskelkater und Arme können wir auch noch trainieren, aber da die Intensität da natürlich nicht so hoch ist, weil wir nicht so eine große Muskelgruppe trainieren, können wir die Schulter jetzt auch zerstören. Ich meine, du hast ja kein Schulterproblem und wir wollen ja auch immer noch eine hohe Intensität im Training haben, beziehungsweise ein hohes Volumen fahren können, weil wir ja im Moment nicht dabei sind, pur Muskeln aufzubauen, sag ich mal. Wenn man jetzt zum Beispiel Muskelaufbau einen Plan hätte, dann würde auch schon reichen, wenn man zum Beispiel davor irgendwann mal Brust trainiert hatte und dann die Brust dementsprechend einen Kater hat, dass man Schulterdrücken macht und Seitheben als solches, dann braucht man Frontheben nicht mehr hinterher. Also die zwei Übungen reichen am Anfang wohl. Aber jetzt wirklich, damit wir auch noch wieder ein bisschen Intensität reinbringen können und nicht mehr so viel Intervall machen müssen, können wir das am besten so machen. Waren 4 Kilo realistisch oder geht noch schwerer? Okay, mach mal so, du machst diesen Satz mit 4, also das Seitheben, weil das Seitheben geht ein bisschen mehr auf die Arme, beziehungsweise ein bisschen mehr auf Ausführung müssen wir da achten. Und bei Frontheben nimmst du 6, okay? Okay, gut, dann geht's los. 1, 2. Du kannst ruhig ein bisschen schneller arbeiten, aber negative drauf achten, aber der Rest ist okay. Gut so. Mist, nicht gezählt. Okay, 7, glaube ich, 8. Nein, 4. Oh, okay. 6, 7, 8, 9, 10, 11, einen noch und jetzt die 6 Kilo. Sehr gut und direkt weiter frontheben. So, sehr schön. 1, 2, gut so. 3. 4, 5, 6, komm schon, weiter geht's, 7, 8, komm schon Junge, 9, gut so, 10, sehr schön, Otti. 11, 12, sehr gut. Gut so, jetzt merkst du die Schulter gut, oder? Ja. Seitlich und vorne ist auch dazu gekommen, richtig? Ja. Gut so. Man spürt was. Vielleicht mal eine Frage zwischendurch. Du machst ja jetzt Spinning-Kurse mit. Also du hast vor 2,5 Wochen hast du angefangen, oder 2,5, mit mittwochs einen Kurs. Jetzt machst du mittwochs schon 2 Kurse. Fällt dir das schwer oder ist das machbar? Ich sag mal so, ja, jemand, der zum Beispiel die Hälfte weniger wiegt, für den ist das natürlich etwas einfacher. Will jetzt mal so sagen, wegen der Gelenke natürlich und sowas. Aber so an sich merke ich das wohl, also konditionell auf jeden Fall wohl. Bloß, ja halt, was ich gesagt habe, für jemanden, wenn man noch etwas leichter ist, geht es natürlich noch besser, aber... Hast du von den Trainingseinheiten Muskelkater, also deine Beine zum Beispiel oder im Bauch oder sonst was? Auf jeden Fall, ja. Beine, da, wenn man darauf richtig auf die Ausführung achtet, da reicht auch wenig Gewicht, um da heftig Muskelhörer zu verursachen. Na, das ist gut. Gut, ja, wenig Gewicht, ich meine, ist ja beim Spinning, ne? Da kannst ja, du ja nicht viel... Ja, zum Beispiel jetzt bei Exports oder sowas. Achso, ne, ich meine jetzt generell vom Spinning, ob du dafür im Bein eine Muskelkater kriegst. Weil es ist ja so, viele machen wirklich einmal Spinning und dann beim nächsten Mal haben sie schon fast keinen Kater mehr. Und du hast jetzt 3-mal, glaube ich, gemacht und hattest wohl jedes Mal einen Kater. Aber ich denke, das liegt auch daran, dass wir halt vorher nicht so eine gute Ausgangsposition, was sportlich betrifft, angeht. Genau. Hatten. Naja, auf jeden Fall, dann mach jetzt mal weiter. Und daher kommt gerade auch dein Beinkater, oder? Vom Spinning? Ja. Okay, gut. Ja, dann gehen wir mal weiter. Noch 2 Sätze. Also wir arbeiten hier generell immer mit 12 Wiederholungen und 4 Sätzen. Das habe ich jetzt auch schon des Öfteren gesagt. Aber das ist jetzt... Hi. Das ist jetzt bei diesem Schema und zum Abnehmen, was wir jetzt haben wollen, eigentlich das Beste. Ich meine, wir wollen natürlich im Hypertrophiebereich bleiben. Man muss jetzt nicht unbedingt meinen, wenn man 50 Wiederholungen macht, dass man unbedingt
eine höhere Effektivität hat. Und deshalb bleiben wir bei 12 Wiederholungen. 8 wären jetzt nicht gerade so ratsam, bringt uns auch erstmal nichts, aber 12 lässt Mr. Orti auch wohl an seine Grenzen gehen. Wir machen das halt so lange, bis er diese Gewichte heben kann. Und zwar easy. Na, Orti? Wie viel hast du schon? 11 jetzt. Okay, einen noch. Komm schon. Okay, und jetzt Front Heben mit 6 Kilo. Direkt weiter. 1. Sehr gut. Gut so. 4, oder? Pro Seite? Was? Ja. Denk an das iPhone, das du gewinnen kannst. Komm schon, hau rein, Junge! Aber wir haben noch nicht ein neues. Nein, haben wir noch nicht. Aber erstmal warten wir Montag ab, was die Waage sagt. Komm schon. Gut so. Komm schon, Junge! Sehr, sehr gut. So, Mr. Orti, letzter Satz, beziehungsweise vierter Satz. Genau. Okay, 1, 2, sehr gut. So, jetzt mal ein bisschen Perspektivenwechsel. Jetzt darf ich natürlich nicht hinfliegen. Okay, weiter geht's. Nice. Zum ersten Mal bist du größer als ich. Absolut. Oh, von hier oben sieht das sehr schön aus. Ja? Ja, absolut. Sieht man deine wunderbare Haarpracht. Ich glaube, wieder gestutzt werden muss. Absolut. Du nimmst mal deinen Satz, mein Junge. Komm schon, weiter geht's. Front hin. 1. Sehr schön. Komm schon, beiß dich mal durch. Du bist ja nicht umsonst hingefahren. Ganz aus Halle, mein Junge. Komm schon! Der schönste Ort hier. Absolut. Viel besser als Boston. Hau rein. Leute, die hier nicht wohnen, fragen sich, was labern die da? Hoch damit, komm schon! Sehr schön. Jetzt komm, hau die letzten nochmal raus. Die Ausführung ist gerade egal. Mach einfach. Hauptsache, wir arbeiten verletzungsfrei. Hör da! Sehr schön, komm schon. Okay, und jetzt haben wir nochmal extra ein Spezial, damit wir die Schultern nochmal richtig zum Brennen bringen. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen Seitheben so viele Wiederholungen, wie wir können, in Kombination mit Frontheben so viele, wie wir können. Du gehst wirklich all out, okay? Also gibst alles, was du hast, damit die Schulter nochmal richtig brennt und du morgen auch einen schönen Kater hast. Okay? Habe ich darauf deine Hand? Warte, wir besiedeln das mal eben. Was? Okay, gib mir deine Hand drauf, dass du jetzt alles gibst und alles raushaust. Seit und Frontheben so viel ich kann? So, ja. Also du fängst an wieder mit Seitheben, gibst ordentlich Gas. Also was du hier machen kannst, ist wirklich... Moment. Am Anfang machst du die Ausführung noch richtig. Ja, du machst sie die ganze Zeit richtig. Ja, wir arbeiten verletzungsfrei. Du gehst erst hin und sagst, hey, ich gehe noch voll auf die Ausführung. Und es wird immer schlechter natürlich. Irgendwann kannst du ja auch so ein bisschen hochwerfen, die Gewichte, zur Not. Ist nicht schlimm. Hauptsache, du machst so lange, bis gar nichts mehr geht, bis du deine Schulter quasi nicht mehr heben kannst. Okay? Damit du mal alles gibst. Und bei Frontheben genauso. Und immer schön hoch damit. Komm schon. Damit die Formpolizei auch noch was sagen kann danach. 2. Komm schon. 3. Höher und schneller. 4. Nein, Höhe passt. 5. 6. 7. Ich will, dass du Gas gibst. Come on. 8. 9. Sehr gut. 10. Weiter und schneller. 11. 12. Weiter, Junge. Ey, mehr. Komm schon. Du sollst alles geben. 13. 14, 15, weiter geht's, bis du gar nichts mehr kannst. 16, du kannst noch mehr.
Komm schon, Orti. 17. Das soll brennen. Weiter geht's. 18. 19. Weiter. Ich will noch ein paar sehen. 20. Komm, noch nicht aufgeben. 21. 22. Komm schon. Weiter geht's. 23. Weiter. 24. Mach die 30 voll. Komm, und jetzt schnell hintereinander. Soll brennen. 25. 26. 27. Denk an das iPhone. Das ist immer ein guter Grund. 28. Komm schon, 29. Komm schon weiter. Du kannst die Form versauen. Ja, sehr gut. Geht nichts mehr? Gut so. Und jetzt Front heben. Komm schon, sehr, sehr schön. Okay, 1. 2. Weiter geht's. Sehr, sehr gut. 3. 4. Komm schon, 5. Komm, ein bisschen schneller arbeiten. Schwing die Dinger da hoch, ist egal wie. 6. Sehr gut. Komm an. 7. Bisschen höher. Gut so. 8. Das soll richtig brennen, okay? Nicht vorher aufgeben. 9. Komm schon. Hoch damit. 10. Ab 12 kann noch nicht Schluss sein. Die hast du vorher auch gemacht. 11. Hoch jetzt. Komm schon, Orti. Dann nimm die 4 Kilo. Mach mit 4 direkt weiter. Komm schon. Mit 4 weitermachen. Und direkt weiter. 11 hattest du jetzt. Ist besser? Ja. Gut so. 12. Sehr schön. 13. Und hoch damit. Komm an. 14. 15. Sehr, sehr gut. Orti, weiter geht's. 16. 17. Und hoch. Komm, du sollst bis zum Erbrechen machen. 18. Komm schon, Orti. 19. 20. 21. 22. 23. Komm schon, weiter geht's. 24. 25. Gut so, weiter geht's. 26. Weiter. 27. 28. Sehr, sehr schön. 29. Weiter geht's. 30. Ich will noch mehr sehen. Du kannst doch viel mehr. Komm schon. 31. Easy, oder? 32. Du musst deine Arme nicht mehr heben können. Sehr schön. 33. Gut, so weiter geht's. 34. 35. 36. 37. 38. Gut, so weiter geht's. Komm schon, weiter jetzt. Arbeite schneller. Komm schon, weiter. Mehr. Komm schon, schneller arbeiten. Jetzt kannst du auf die Form scheißen, Hauptsache hochholen. Sehr gut. Gut so. Ich glaube, du bist bei 45. Komm schon, mehr. Brennt die Schulter? Ja. Gut so, weiter. Komm schon, Orti. Wenn du es willst, machst du noch 10. Sehr gut. Okay, noch 9. Komm schon, hoch damit. Höher. Noch 8. Sehr gut. Noch 7. Noch 6. Gut so, noch 5 pro Seite. 1. Höher und schneller. 2. 3. 4. Komm schon. 5. Wie viel kannst du noch drüber? Komm schon. Sag eine Zahl, die du machst. 10 noch. Okay. 1. Sehr gut. Komm schon. Beiß dich durch. 2. 3. Gut so, Junge. Sehr schön. Jetzt kommt die Motivation. 4. 5. Komm schon, Junge. 6. Gut so. 7. Und welche Zahl kommt jetzt als nächstes? Komm schon. Welche kommt jetzt? Wie viel noch? Nochmal 10, würde ich sagen. Okay, komm schon. Jetzt hau rein. Dann mach schneller, damit du auch richtig ans Ende kommst. 2. Gut so. Schneller. 3. Gut so. 4. 5. Hör damit. 6. 7. 8. Gut so. 9. Und ein noch. Sehr gut. Ja, Orti. Sehr schön. Gut so. Ja, nice. Komm schon. 1.
Sehr gut. Das ist Motivation. 2. Ah, du willst was erreichen. 3. So viel zu, was ich gerade sagte. Wir trainieren nicht über 12 Wiederholungen. Aber du kannst weitermachen. Das ist jetzt einfach nur, damit er nochmal an seine Grenzen kommt. Sehr schön. Okay, jetzt machst du nochmal alle, die kannst. Gut, so, Otti. Sehr gut. Ich weiß nicht, 12 nochmal extra oder so. Mach einfach, bis gar nichts mehr geht. Gerade gegen die Arme auch nicht mehr hoch. Du hast schon viel. Ja, irgendwie so. Gut so. Mach noch 10, okay? Gut so. 3 hast du, glaube ich. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Und einen noch. Danach beendest du das Ganze, ja? Okay, rechts noch hinterher. Ja, und jetzt stopp. Einmal die Gewichte. Genau. Sehr gut. Merkt man die Schulter? Nein, ich spüre sie nicht mehr. Okay. So, jetzt als nächstes machen wir Trizeps Pushdowns mit einem Seil. Das ist wirklich für den Trizeps eine gute Isolationsübung. Also was wir jetzt gemacht haben, ist eigentlich, was er zeigen kann. Wir haben erst die Schulter gemacht, dann den Bizeps, jetzt noch den Trizeps, Isolationsübung. Was machen wir hier? Wir greifen hier vor diesen Bommel, wenn ihr überhaupt solche Bommel habt. Dann als erstes macht den Ausfallschritt schön weit, geht wirklich ein bisschen nach unten und streckt das Bein hinten fast durch und geht nach unten und fixiert den Ellbogen hinten, auch die Schulter nach hinten ziehen, dann gerade ausgucken und einfach über das Knie runterziehen und außen bzw. unten rausdrehen und dann immer einatmen bei den negativen und ausatmen und dann halt 12 Wiederholungen auf die Sätze. So, jetzt darfst du, Stuart Man. Nimm erstmal realistisches Gewicht. Ich meine, ich weiß nicht, ob es jetzt realistisch ist. Ja. Okay, wir starten dann mit 30 Kilo. Man kann besser erst ein bisschen weniger nehmen und dann auf Ausführung gehen, als hier mit rumzuschmeißen. Okay, was man jetzt sieht, er geht ein bisschen zu weit nach vorne. Dadurch wird seine Schulter mehr belastet. Das heißt, beziehungsweise zu weit nach hinten, der Winkel von diesem Seil zur Schulter verursacht, dass du mit der Schulter so nach vorne gezogen wirst. Was du jetzt machst, du gehst ein bisschen weiter nach hier, zum Kabelturm. Stell die Füße mal genau vor den Kabelturm, dicht da dran, genau. Jetzt gehst du runter und jetzt ist die Linie zur Schulter ganz anders. Jetzt kann er seinen Ellbogen besser fixieren und es geht nicht so sehr in die Schulter. Ellbogen weiter nach hinten, Schulter nach hinten. Ja, genau. Und jetzt rüberziehen, genau. Das ist eine ganz andere Ausführung jetzt schon. Sehr gut. Merkst du das? Und ganz wichtig ist, dass man hier unten die Hände rausdreht. Sehr schön. Gut so. Das sieht gut aus. Otti, nach 12 ist Schluss, ne? Zählst du mit? Okay. Ellbogen hinten lassen. Egal wie weit wir in der Übung sind. Ja, und wir sind ja jetzt mittlerweile, also wir haben jetzt 2,5 Monate um, so ungefähr. Und am Anfang war es ja noch so ein bisschen so, hey, Hauptsache wir machen Fitness, wir machen die Übungen. Und da wir jetzt auch schon, ja, 25 gute Kilo verloren haben und ein bisschen mehr sogar, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, was Montag draufsteht, ist ja jetzt schon wieder eine Woche her. Da kann sich ja einiges tun. Gehen wir jetzt auch ein bisschen mehr auf Ausführungen. Also wir arbeiten, wie gesagt, von Anfang an verletzungsfrei, aber jetzt intensivieren wir das noch ein bisschen mehr, dass wir wirklich krass auf Ausführungen gehen. Und dabei ist die Ausführung auch wichtig. Wenn man dann eine scheiß Ausführung macht mit mehr Gewicht, dann kann man sich auch verletzen. Ja, genau. Aber wenn wir verletzungsfrei grundlegend arbeiten, dann kommen wir auf jeden Fall schon mal weiter. Und jetzt gehen wir halt ein bisschen mehr auf Ausführung. So, 2 Minuten vorm Intervall. Sucht sich am besten gleich eins aus, wo man auch eine Steigerung einstellen kann. Scheiße, tue ich weh. So, jetzt gehst du hoch. Komm schon. So, trinken, abstellen. So, 2 Minuten, ja? Fangen wir mal an. Ja.
Dazu kann man sagen, wir haben so mit 6,5 bis 7 angefangen damals und sind jetzt schon bei einiges mehr. Okay. Fangen wir mal mit der ersten Sprintphase an. 13, 14 km/h, so circa. Zeigt mal alles. Pausephase, das heißt, auf 9 runter, auf 8. Gut so, weiter geht's. Und jetzt geht die Steigung mit hoch. Nee, weiter geht's. 1 Minute 10 noch. Ist ja nicht lange, was wir hier machen. Gut so. Bleib vorne. So. Vorne bleiben. Oben bleiben. Merkst du schon was? Ja, natürlich. Sehr gut. Was hat's jetzt? Ach, dann soll ich 40 Sekunden. Okay, jetzt noch 30. Okay, jetzt machen wir noch einmal eine schnelle Phase. Und dann beenden wir das Ganze auch. Komm schon. Komm schon, Audi, weiter geht's. Sehr gut. Nee, 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 nix da. Was ist los? Wir haben noch 20 Sekunden. Okay, wir haben noch 5 Sekunden Pause, dann will ich aber, dass du Vollgas gibst. Und wir machen 10 Sekunden rüber für die Pause, okay? Okay, jetzt geht's los. Ich mach von der ganzen Zigarette. Okay, noch 10 Sekunden. Das war mal ein kleiner Live-Eindruck. War schwer genug. Schwer genug. 2 Minuten. Okay. Dann gibt es jetzt noch einen Tee und dann war's das. Right? Right. So, sag nochmal, was du gerade gesagt hast. Das war heute eine verdammt geile Sache. Also ein gutes Workout. Ja. Okay, bist du zufrieden, dass du es gemacht hast? Auf jeden Fall. Sehr gut. Jetzt gibt's noch deinen grünen Tee, der natürlich unsere Geheimwaffe zur Fettverbrennung ist. Richtig? Ja, ja, richtig. Aber jetzt. Erzähl. Geheim ist es ja nicht mehr. Nee, nicht mehr. So. Grüner Tee schmeckt zwar noch gar nichts, aber... Ja, du kannst ja diesen mit Orange Ingwer trinken, den wir jetzt trinken werden. Der schmeckt auch noch nichts. Du. Genau wie der Vanille, der riecht nur danach. Ja, dieser Bier geht wohl klar, das ist ja, gut, der hier, den wir jetzt haben. Aber das geht auch natürlich der normal oder mit Zitrone. So, jetzt habt ihr mal einen Eindruck bekommen von dem Workout und das haben wir jetzt live dokumentiert. Auf die nächsten 25, wa? Ja, auf jeden Fall. Okay, gut. Sag nochmal eben deinen Satz. Abonnieren, liken, Kommentar da lassen. Sehr gut. Und ja. Okay, bis dann. Haut rein. Ciao. Body Modification. 6 Monate bis zu deinem Traumkörper.